KHM 68. Vom Sommer und vom Wintergarten. Ein Kaufmann wollte zur Messe und fragt die Töchter, was er ihnen mitbringen soll. Eine wünscht sich ein Kleid, die zweite neue Schuhe, die jüngste aber, die wünscht sich, Vater bringe nur eine Rose. Auf der Messe war er gewesen, gute Geschäfte hat er gemacht und ein Kleid und Schuhe gefunden für die anderen Töchter und für die jüngste die Rose. Das war nicht leicht, denn es war Winter. Als er auf dem Heimweg schon war, kommt er an einen seltsamen Ort. Da war ein Schloss und vor dem Schloss war ein Gärtchen. Das war halb Wintergarten und halb Sommergarten. Auf der einen Seite flatterten Schmetterlinge, Vögel, pfiffen und da war ein wunderschöner Rosenbusch. Da hat der Mann eine Rose gepflückt, steckt sie ein und reitet davon. Aber nach einer Zeit hört das hinter sich so schnaufen. Das war ein ganz großes Tier. Das rief, hey, stiehlst du mir meine Rosen? Gib mir meine Rose zurück. Ach, lass sie doch. Sie ist für meine jüngste Tochter. Sie hat sie sich so sehr gewünscht. Ah, dann gehört deine Tochter jetzt mir. In 8 Tagen komme ich und hole ich sie. Sonst mache ich dich jetzt tot. Der Mann reitet so schnell er kann davon und denkt wohl, das Tier weiß ja nicht, wo ich wohne. Und hat seinen Töchtern nichts davon erzählt. Aber 8 Tage später, als sie da sitzen am Tisch, schart's draußen und als die Jüngste hingeht zur Tür, da war das große Tier, packt sie und nimmt sie mit sich fort in sein Schloss. Das war eine herrliche Pracht, Musik spielt und sie sollte nun bei ihm sitzen und musste ihm auftun und mit ihm essen. Und er sagte immer, kraule mich. Und nach einer Zeit, da hat sie sich damit versöhnt und hat sich in ihn verliebt und blieb dort. Aber dann sagte sie zum Tier, Tier, ich weiß nicht, was ist mit meinem Zuhause, ist etwas, darf ich sie einmal besuchen? Nein, das wäre mein Tod, bleib hier. Aber weil sie so gebeten hat, führte sie vor einen Spiegel und darin sieht sie ihren Vater. Der liegt aber auf dem Bett und ist ganz bleich und krank. Bitte lass mich hin zum Vater, ich möchte ihn nur besuchen, ich verspreche es, ich komme wieder. Da hat das Tier erlaubt, komm aber wieder, in 8 Tagen, sonst sterbe ich. Schnell lief sie zu Vaters Haus und der Vater sieht, dass seine Tochter lebt und glücklich ist, seufzt noch einmal und dann ist er gestorben. Und dann war Beerdigung und die Leute kamen und die Trauertage und sie vergaß. Aber dann fällt ihr ein, welcher Tag ist heute? Ich muss schnell zurück zum Tier und läuft so schnell sie kann zurück zum Schloss. Da war aber kein Sommergarten mehr. Alles war tiefster Winter. Rack, rack, Krähen waren dort, alles schwarz beflort, keine Musik. Und sie läuft durch jeden Saal und ruft das Tier, Tier, wo bist du? Und irgendwann im Garten draußen ein Haufen mit lauter alten Kohlköpfen. Sie wirft sie beiseite und darunter lag das Tier, tot. Da holt sie Wasser und gießt und gießt und gießt das Tier da. Plötzlich war es wieder im Leben, aber war verwandelt und war ein wunderschöner Prinz.